Der Tag verging für Harry viel zu schnell und von Sekunde zu Sekunde wuchsen seine Zweifel. War es richtig, sich mit Voldemort zu treffen? Wie sollte er sich ihm gegenüber verhalten? Schon seit Stunden lief er ziellos durch das Schloss. Zum Glück war Dumbledore seine Unruhe nicht aufgefallen, sonst hätte er jetzt noch mehr Probleme. Wobei, ging das überhaupt noch? Seufzend machte er sich auf den Weg in die große Halle. Bald war Mittag und um möglichst normal zu wirken, musste er am Mittagessen teilnehmen. Wie sonst auch wurde er von einem gut gelaunten Schulleiter begrüßt. Ah, Harry, was hast du so gemacht? Nichts, antwortete Harry, bemüht nicht die Kontrolle über sich zu verlieren und Dumbledore mit einem Crucio zu belegen. Wie konnte es der alte Sack wagen, ihn so unschuldig anzulächeln? Da war selbst Voldemort besser, der zeigte wenigstens seine wahren Absichten. Der Rest des Mittags verlief schweigend, so musste Harry wenigstens Dumbledores verlogenes Gelaber nicht ertragen. Zudem beeilte sich Harry extra schnell zu essen, um aus der Halle verschwinden zu können. Keine Minute länger als nötig wollte er in der Nähe dieses Mörders bleiben. Gegen 3 Uhr beschloss Harry, in die Küche zu gehen und etwas für seinen Patienten zu besorgen. Kaum hatte er einen Fuß in die Küche gesetzt, kam ihm auch schon ein hyperaktiver Dobby entgegen. Harry Potter, Sir, was kann Dobby für euch tun? Ich hätte gern ein Steak, am besten roh. Mit einer Verbeugung verschwand der Hauself kurz in der Speisekammer und kam 5 Minuten später mit dem Fleisch wieder. Danke, Dobby. Dobby würde wirklich alles für ihn tun. Ob das nun positiv oder negativ war, konnte Harry nicht beurteilen. Mit seiner Fracht, die er unter seinem Tarnumhang versteckt hatte, verließ er das Schloss und ging zur Peitschenweide, um von dort aus zur heulenden Hütte zu gelangen. Knurrend sah Fenrir auf, als Harry den Raum betrat. Was willst du, Potter? Doch anstatt Fenrir zu antworten, reichte ihm Harry das mitgebrachte Steak. Was soll das? Denkst du wirklich, ich nehme etwas von dir an? Von dem schroffen Ton eingeschüchtert, machte Harry einen Schritt zurück. Ich wollte doch... Verschwinde, lass mich in Ruhe, Mensch! Zähnefletschend riss Fenrir an seiner Kette, die trotz des Zaubers bedenklich nachgab, allerdings immer noch hielt. Los, geh zu deinem geliebten Dumbledore! Fenrir hatte sich so in Rage geredet, dass ihm Harrys entsetzter Blick völlig entging. Du... Nur schwer konnte Harry die aufkommenden Tränen unterdrücken. Du elender Bastard! Irritiert musterte der Werwolf das weinende Bündel vor sich. Was war denn jetzt kaputt? Wie kannst du es wagen, so etwas zu sagen? Dumbledore hat meine Eltern getötet! Entsetzt schlug Harry sich die Hand vor den Mund. Wie konnte er nur so dumm sein, einem gesuchten Werwolf so etwas zu erzählen? Völlig verstört drehte er sich um und rannte aus dem Haus. Nur weg von hier. Weit weg. Am Abend ging Harry wieder zu Snape, um von dessen Räume aus nach Riddle Manor zu flohen. Bereit, Potter? Ja. Harry versuchte möglichst ruhig zu wirken, was ihm aber sichtlich schwer fiel. Wie denn auch? Er begegnete gleich Voldemort. Noch einmal tief durchatmend betrat er nach Snape den Kamin und rief: Riddle Manor! Das erste, was Harry auf der anderen Seite sah, waren 2 blutrote Augen, die ihn abschätzend ansahen. Potter, schön, dass du endlich da bist. Die raue Stimme ließ Harry ängstlich zurückschrecken. Voldemort? Tief durchatmend machte er einen Schritt nach vorn und reichte dem Lord die Hand, der sie nach kurzen Zögern ergriff. Endlich stehen wir auf derselben Seite. Ich hoffe doch, das erhöht meine Lebenserwartung. Lachend ließ Voldemort sich auf seinen Thron nieder. Aber natürlich, ich werde meinen Todesser sagen, dass sie dich ab jetzt in Ruhe lassen sollen. Schließlich sind wir jetzt Verbündete. Ja, allerdings will ich nicht so ein Tattoo. Find es nicht besonders schick. Grinsend setzte sich Harry auf den Sessel gegenüber dem Thron. Findest du? Ich find's gut. Aber keine Sorge, du musst keins tragen. Der Junge wurde ihm immer sympathischer. Harry! Irritiert sah Harry in die Richtung, aus der die Stimme kam. Remus, was machst du denn hier? Eben genannter trat aus dem Kamin und setzte sich auf den freien Sessel neben Harry. Severus hat mir den Brief geschrieben, dass ich herkommen soll. Er hat mir auch geschrieben, was du belauscht hast. Es tut mir leid, ich wusste es nicht. Nie hätte ich gedacht, dass ausgerechnet Dumbledore... Schon okay, du wusstest es ja nicht. Wie kommen Sie eigentlich hierher, Mr. Lupin?
Seit wann konnte man von jedem x-beliebigen Kamin aus nach Riddle Manor flohen? Ich lebe seit ein paar Tagen in Severus Haus. Daher konnte ich auch hierher flohen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Verunsichert sah Remus zu dem dunklen Lord, der gelassen auf seinem Thron saß. Aber nicht doch. So wie ich es verstanden habe, sind sie ja jetzt auch auf unserer Seite. Was ist eigentlich euer Ziel, mein Lord? Mein Ziel war von Anfang an, Dumbledore zu töten. Er hat mein Leben ruiniert und jetzt wird er dafür bezahlen. Au! Oh, entschuldige. Durch Voldemorts Wutausbruch hatte Harrys Narbe angefangen, höllisch zu schmerzen. Es geht schon wieder. Kannst du die Verbindung nicht trennen? Hoffnungsvoll sah er zum Lord, der nach einer Weile des Überlegens zustimmend nickte. Gespannt beobachteten Harry und Remus, wie Voldemort kurz die Augen schloss und sich konzentrierte. So, das war's. Grinsend stand Riddle auf und ging zum Kamin herüber. Ihr solltet langsam gehen, es ist schon spät. Und Harry, wenn irgendwas sein sollte, geh zu Severus, er wird dir helfen. Danke. Wo ist Severus überhaupt? Ich dachte, er kommt mit Harry hierher, fragte Remus, dem erst jetzt auffiel, dass Severus nicht anwesend war. Er hat noch was für mich zu erledigen. Ach so, na dann, tschüss. Und schon war Remus im Kamin verschwunden. Ich gehe dann auch mal. Wiedersehen. Tschüss, Harry. 2 Tage waren seit dem Treffen vergangen und die Schule hatte wieder angefangen. Harry, beeil dich, sonst kommen wir noch zu spät zur Zaubertränke. Seufzend griff er nach seinem Umhang und folgte Ron. Er konnte sich nicht vorstellen, dass seine Freunde mit Dumbledore unter einer Decke steckten. Jetzt komm endlich! Langsam wurde Rons Ton aggressiver. Bin ja schon da. Gerade noch rechtzeitig erreichten sie das Klassenzimmer. 10 Punkte Abzug für Gryffindor, wegen Rennen auf den Gängen, donnerte Snape sofort, als er die beiden Jungen erblickte. Er sollte zwar auf Harry aufpassen, allerdings durfte er dadurch nicht sein Verhalten ihm gegenüber verändern. Das würde dem Alten sofort auffallen. Super gemacht, Harry. Wegen dir haben wir 10 Punkte verloren, meckerte Hermine, die neben Ron saß. Aber ich... Nur weil du der Held der Zaubererwelt bist, kannst du nicht alles erlauben, meinte jetzt auch Ron mit einem wütenden Ton. Es stimmte also wirklich. Die machten mit Dumbledore gemeinsame Sache. Sie waren nie wirklich seine Freunde. Die hatten ihn nur benutzt. Ihr habt 1 Stunde Zeit. Snapes Stimme riss ihn aus seinen deprimierten Gedanken. Irritiert sah er auf und merkte, dass alle bereits angefangen hatten, ihren Trank zu brauen. Jetzt mach schon, hol die Zutaten. Seufzend erhob er sich und holte die Zutaten, die vorne an der Tafel standen. Rons Stimme klang so wütend. So kannte er ihn gar nicht. Die Stunde verlief weitestgehend ruhig. Nur ab und zu hörte man einen Schüler fluchen, der mit dem Trank nicht zurechtkam. In Gedanken versunken, merkte Harry nicht, wie er statt der Drachenschuppen Drachenzähne in den Trank tat und dieser daraufhin anfing zu schäumen und dunkelgrün wurde. Verdammt, Potter! Wütend ließ Snape den Trank verschwinden. 20 Punkte Abzug! Betrübt senkte Harry den Kopf. Er hatte schon wieder einen Trank versaut. Warum musste er auch so verdammt schlecht in Zaubertränke sein? Na danke, wegen dir hat Gryffindor jetzt schon 30 Punkte verloren. Wütend stand Ron auf und ging zu Hermine, die mit Neville zusammenarbeitete. Harry beobachtete sie von seinem Platz aus. Ron erzählte ihn anscheinend von seinem Missgeschick, denn nachdem Ron ihnen wild gestikulierend etwas erzählt hatte, sahen alle wütend zu ihm rüber. Den Tränen nahe stand Harry auf und verließ ohne ein Wort zu sagen das Klassenzimmer. Ihm war es egal, ob Snape ihm deswegen noch mehr Punkte abzog oder nicht. Er wollte nur noch weg. Doch Snape dachte nicht daran, Harry deswegen noch mehr Punkte abzuziehen. Schließlich hatte er gesehen, dass er eine Auszeit dringend brauchte. Mr. Weasley, Miss Granger, Mr. Longbottom, setzen Sie sich hin und seien Sie still. 20 Punkte Abzug wegen Störung des Unterrichts. Er sollte Potters Freunde im Auge behalten. Die planten doch irgendetwas. Harry lief derweil etwas im Schloss herum. Seine Freunde hatten sich all die Jahre nur mit ihm abgegeben, damit er für sie gegen Voldemort kämpfte. Dabei vielleicht noch draufging und sie heil davon kamen und sich nicht die Hände schmutzig machen mussten. Sie hassten ihn, sahen ihn nur als Mittel zum Zweck, ein Werkzeug, das man benutzt,
und wenn man es nicht mehr brauchte, einfach wegwarf. Den restlichen Tag ließ er den Unterricht ausfallen und vermied es, anderen Schülern zu begegnen, was ihm mit der Karte des Rumtreibers sehr leicht fiel. Gegen Abend beschloss er allerdings, in den Gryffindor-Turm zurückzukehren. Er konnte schließlich nicht ewig wegbleiben. Kaum hatte sich das Porträt hinter ihm geschlossen, wurde er auch schon von hinten gepackt und gegen die nächste Wand gestoßen. Erschrocken sah er auf und sah direkt in das Gesicht Rons. »Na, wieder da, Potter?« Zwei weitere Gryffindor gesellten sich zu ihnen, packten Harry und hielten ihn fest. »Wegen dir haben wir Ärger bekommen und dafür wirst du jetzt büßen.« Ohne Rücksicht auf Verluste schlug Ron immer wieder auf Harry ein. Nach einer Weile kamen noch andere dazu und prügelten ebenfalls auf ihn ein. »Und sowas will der Held sein?« hörte er Hermines spöttische Stimme. »Wir haben uns lange genug zurückgehalten. Du solltest Dumbledore dafür dankbar sein, dass er es uns verboten hat, dich zu verprügeln. Du hättest es oft genug verdient«, sagte Ron voller Hohn in der Stimme. »Du bist ein Nichts.« »Potter, Potter, bist ein Loser. Potter, Potter, bist ein Nichts. Potter, Potter, du Versager. Potter, Potter, geh verreck.« Mit letzter Kraft riss Harry sich los und rannte aus dem Gryffindor-Turm. Noch immer hallte der Spottgesang in seinen Ohren. Blut lief über sein Kinn und tropfte zu Boden. Jeder Teil seines Körpers schmerzte, doch er lief weiter. Hier wollte er nicht länger bleiben. Nie wieder wollte er so etwas erleben müssen. Völlig durcheinander rannte er nach draußen und bemerkte erst, als er völlig erschöpft zusammensackte, wo er eigentlich hingelaufen war. Die heulende Hütte. Zitternd zog er seine Beine an den schmerzenden Körper und lauschte seinem eigenen schnellen Herzschlag. Warum war er hierher gelaufen und nicht zu Snape, der ja eigentlich auf ihn aufpassen sollte? Leicht schwankend richtete er sich nach einer Weile wieder auf und ging nach oben. Bestimmt hatte ihn der Werwolf schon bemerkt, was bei dem Geruch nach Blut sehr wahrscheinlich war. Unruhig saß Fenrir auf seinem Bett. Erst ließ sich der Bengel zwei Tage nicht blicken und jetzt tauchte er auf und es roch nach Blut. Was hatte das zu bedeuten? Leise knurrend spielte er mit der Eisenkette, die ursprünglich mal an der Wand befestigt war und jetzt achtlos auf dem Bett lag, ebenso das Halsband. Der einzige Grund, weshalb er noch hier war, war die Rache an Potter, der es gewagt hatte, ihn anzuketten. Als sich die Tür öffnete, setzte Fenrir zum Sprung an, stoppte allerdings, als er den blutüberströmten Jungen sah.